Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum die Afrikaner uns in nahezu allen Langstreckenläufen überlegen sind, und zwar dramatisch? Man hat lange Zeit gedacht, es läge an den Proportionen zwischen Muskel und Sehne. Nun weiß man es besser, wahrscheinlicher liegt es daran, dass bei diesen Menschen die Faszien, und das sind die Strukturen, die die Muskeln umhüllen, dass die Faszien wesentlich besser geordnet sind und darüber, dass sie über natürliche Bewegungen permanent in Bewegung gehalten werden, auch geordnet bleiben. Man kann sagen, das Verhältnis zwischen Muskeln und Faszien ist folgendes. Die Muskeln entsprechen dem Motor und die Faszien dem Getriebe. Der Motor erzeugt die Kraft und das Getriebe überträgt die Kraft auf den Boden. Wir wissen heute, Bewegung ist die einzige Medizin, die bei jeder Art von Erkrankung hilfreich ist. Bei jeder. Seelische Erkrankungen. Es ist in der Psychiatrie bekannt, dass wenn man es nur irgendwie schafft, einen Menschen mit einer Depression in Bewegung zu kriegen, sich sein Gesamtbefinden verbessert. Und was das Tollste an dieser Sache ist, mehr als das, was Sie hier um mich herum und unter mir sehen, brauchen Sie nicht. Wir haben hier eine Sportmatte, wir haben einen Sporthocker mit einem Wackelkissen drauf, zwei Kurzhanteln, 2 Kilogramm und 2 Sportbälle.